Der Frühling ist da und mit ihm die Gartenarbeit. Der Abfallverband Schwechat bietet mit dem mobilen Häckseldienst einen unkomplizierten Service an, um den angefallenen Baum- und Strauchschnitt zu verkleinern. Der Abfallverband Schwechat ist wieder mit dem Häcksler unterwegs. Auf dem Weg durch die Gemeinden werden Gartenabfälle wie Sträucher und Äste zerkleinert. Das Material, das gehäckselt wird, soll vor dem Haus abgelegt werden. Natürlich soll dabei der Straßenverkehr nicht behindert werden. Also wir bieten den mobilen Häckseldienst im Frühjahr und im Herbst an, also eigentlich eben zur Gartensaison. Und der Vorteil ist, dass uns die Bürgerinnen und Bürger ihre Strauch-Baumschnittabfälle praktisch zum Häckseln übergeben können. Das heißt, sie legen sie uns bereit, sie melden sich vorher bei uns an. Wir kommen mit unserem Häcksler vorbei und häckseln ihnen das vor Ort. Das Material bleibt auch vor Ort. Das heißt, die Leute können das dann im Garten verwenden. Es eignet sich hervorragend, dass man es unter Sträucher zum Beispiel gleich streut, anstatt dass man sich einen Rindenmulch kauft, gleich das eigene Material verwendet. Oder man kann es im eigenen Komposthaufen dann noch kompostieren. Es ist dann klein genug. Oder wer das gar nicht möchte, kann es natürlich auch in seine Biotonne geben dann oder zum Sammelzentrum bringen. Also die Leute machen Unterschiedlichstes, aber die meisten sind also sehr froh, dass sie es gehäckselt haben und im Garten gleich selber weiterverwenden können. Seit wann nutzen Sie den mobilen Häckseldienst? Schon viele Jahre, also ich würde sagen sicher schon 5 Jahre. Und wir sind immer sehr dankbar, dass das gut funktioniert, weil wir haben einen großen Garten und da fällt sehr viel an. Und da sind wir sehr froh und wir können das Ganze dann sehr gut gebrauchen als Rindenmulch auf den Wegen, dass kein Unkraut kommt. Und normalerweise müsste man das ja kaufen im Baumarkt und das fällt dann weg. Sehr praktisch. Was lassen Sie hier häckseln? Ja, das sind Haselnusssträucher. Die wachsen gigantisch jedes Jahr und die müssen wir immer stutzen, sonst wird es dann zu groß. Auch wenn ein Häcksler in der Regel so ziemlich alles klein bekommt, gibt es für die mobile Version ein paar Dinge zu beachten. Also häckseln lassen kann man im Prinzip seinen Baum- und Strauchschnitt. Man muss nur schauen, also wir können einen Maximaldurchmesser von 19 cm häckseln. Also das ist schon recht viel, aber natürlich einen richtigen Baumstamm oder einen Wurzelstock, das schafft unser kleiner Häcksler nicht. Das müsste man dann entweder durch eine Spezialfirma abholen lassen oder selber zum Sammelzentrum bringen, wenn es wirklich so groß ist. Und was wir auch nicht häckseln können, sind sehr kleinstückige Sachen. Also wir können zum Beispiel kein Laub häckseln oder auch Tujen sind zum Beispiel ein Problem. Weil der Stamm von der Tuje, der wird gehen, aber diese Blättchen von der Tuje, das funktioniert nicht. Das verbiegt uns dann innen das Schneidewerk und dann müssen das müssen die Kollegen einfach liegen lassen, weil das geht nicht bei unserem Häcksler. Im Frühjahr und im Herbst, also zweimal im Jahr, gibt es dieses Gratisangebot vom AWS im Bezirk Schwechat. Um den Dienst in Anspruch zu nehmen, muss man sich vorab anmelden und einen Termin ausmachen. Da gibt es dann immer eine eigene Aussendung, wo die Leute informiert werden. Da kann man dann bei uns anrufen oder das direkt über unsere Homepage machen und sich anmelden. Und sowohl im Frühjahr wie auch im Herbst nehmen das so circa 300, 350 Haushalte in Anspruch. Das variiert natürlich immer ein bisschen von Jahr zu Jahr. Wie lautet die Website, auf der man sich informieren und gegebenenfalls anmelden kann? Das ist die Homepage vom Abfallverband Schwechat. Das ist www.abfallverband.at/schwechat. Oder man googelt uns einfach mit Abfallverband Schwechat und dann findet man sicher einen Link zu uns.